Deadlich Entertainment Presents. Und damit nochmal offiziell seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardon, zu einem neuen Let's Play. Live auf Twitch und später auf YouTube. Ihr kennt's, ihr wisst Bescheid. Später auf YouTube in den Stream-Aufzeichnungen als Parts hochgeladen. Das Schwarzauge Memoria. Nach das Schwarzauge Satinavs Ketten. Jetzt spielen wir auch den Nachfolger. Das Schwarzauge Memoria. Wird wieder mit Geron unter anderem spielen. Wir haben hier die Sadia. Diesmal spielt es mit zwei Charakteren. Einmal die Sadia, wenn wir spielen. Einen weiblichen Protagonisten. Und den altbekannten Geron. Den wir aus Satnavs Ketten schon kennen. Ja, ich würde mal sagen, ich freue mich drauf. Satnavs Ketten hat mir großartig Spaß gemacht. Habe ich jede Minute gefeiert. Das Let's Play zu Satnavs Ketten war fantastisch. Ich freue mich auf Memoria. Wenn es nur halb so gut wird wie Satnavs Ketten, ist ein Erfolg. Ich würde mal sagen, starten wir ein neues Spiel und starten in ein weiteres Das Schwarze Auge Universums Spiel Abenteuer. Auf geht's. Bei den Göttern, das fängt ja gut an. Ja, da haben Wo haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Wünscht dir eine Einführung in das Spiel? Warum nicht? Ein kleines Tutorial. Klickt auf einen Punkt im Wald, um dorthin zu laufen. Klicken wir mal auf einen Punkt, um dorthin zu laufen. Wie wär's mit dem Stein hier? Haben wir den guten alten Geron. Man kennt ihn aus Meisterwerken wie Satnavs Ketten. Punkt. Das sollte keine Aufzählung werden. Oha. Was haben wir denn da? Zwei Lichtung. Hier haben wir ein Reh, was scheu davon läuft. Das werden wir nicht endlich entdecken. Heda, kleines Mädchen, Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Ein Rätsel? Sprichst du Gareti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Kannst du zaubern? Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so. Dieses Gespräch aber wird enttäuschend. Ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Keshari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Klickt auf die Hölzchenfestung, um sie aufzurichten. Mit der rechten Maustaste seht ihr sie euch genauer an. Ah ja. Eine kleine Burg aus Stöckchen. Sie kippt immer wieder zur Seite um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Geht doch auch ohne Magie. Oder auch nicht. Geron beherrscht einen Zauber, mit dem er zerbrechliche Gegenstände zerstören und wieder reparieren kann. Bewegt die Maus an den unteren Bildschirmrand, um euer Inventar zu öffnen. Klickt auf die magische Kugel am linken Rand und anschließend auf die Holzfestung. Geron beherrscht, das hatten wir schon.
Die magische Kugel am linken Rand und magische, ah, hier. Magische Kugel am linken Rand. Sieh zu und lerne. Lernen, dass du eine große Klappe hast? Die Festung ist überhaupt nicht kaputt, sondern einfach nur schlecht gebaut. Rede dich nicht raus. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Holzfestung ist nicht das einzige interessante Objekt dieser Festung. Um sich alle anzeigen zu lassen, drücke die Leertaste. So wie es bei Point-and-Click-Adventures immer schon war. Seht euch nun ein wenig um und erkundet eure Umgebung. Vielleicht findet ihr etwas, das euch hilft, die Aufgabe des Mädchens zu erfüllen. Ja, es ist halt wirklich seit Monkey Island 1. Es ist halt wirklich, das haben alle Point-and-Click-Adventures gemeinsam, dass man nur die Leertaste drücken muss auf dem PC. Und auf der Konsole gibt es auch einen Knopf, dass man sich alle Ziele angucken kann, wo man hin muss. Eine Truhe. Ihr tragt die Flaschen bei euch, wie eure Magie. Lassen sich auch Gegenstände mit anderen Dingen verwenden. Bewegt erneut die Maus in den unteren Bildrand, um euer Inventar zu öffnen. Und benutzt einen eurer Gegenstände mit etwas anderem. Mit dem Mausrand lassen sich eure Gegenstände und Zauber auch ohne Inventar durchschalten. Ja. Das Messer, Nuris Kette und eine Flasche. Die Festung würde genau in die Flasche passen, aber wie soll ich sie da jemals reinbekommen? Vielleicht die Flasche zerbrechen und... Nein, bei meinem Geschick würde ich mich nur schneiden, entweder am Messer oder an den unzähligen wegspringenden Scherben. Okay. Wald, das Zelt... Schon in Ordnung. Ich habe mein eigenes Messer. Einfach ins Zelt rennen. Erst die Festung, mein Lieber. Mein Lieber? Ich war ja noch nie gut mit Kindern. Aber das schlägt dem Fass echt den Boden aus. Ich kehre nicht mit leeren Händen zurück. Oh, okay. Dann müssen wir das Rätsel hier lösen. Ich dachte, du kannst Dinge reparieren. Kann ich. Genauso wie ich sie zerbrechen kann. Wer? Keine Sorge. Der Zauber funktioniert nur bei zerbrechlichen Gegenständen, nicht bei Menschen. Das klingt nicht sehr mächtig. Es kommt drauf an, was man daraus macht. So, wir müssen irgendwie die Flasche zerbrechen, denke ich. Wir müssen die Hölzchenfestung in die Flasche stecken und in der Flasche dann mit aufbauen. Dann haben wir ein stabiles Dings. Nein, was soll das auch bringen? Nie im Leben bekommt das Gyanuris Heizkette. Hatte ich auch nicht vor, ich wollte es nur... Ich mache sie doch nicht kaputt, sie gehört Nuri. Bin gespannt, was mit Nuri passiert ist. Wozu? Ich meine, was passiert ist, weil wir wissen, was sie ist, aber... Kriegen wir den noch zurückverwandelt oder was ist jetzt hier? Aha! Reparieren, zerstören. So. Jetzt können wir doch bestimmt die Scherben unter die Hützenfestung legen. Was tust du? Keine Panik. Ich will nur etwas ausprobieren. Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, klickt auf das kleine Buchsymbol am rechten Ende eures Inventars. Von nun an seid ihr auf euch allein gestellt. Erkundet eure Umgebung, nehmt mit etwas, was ihr in eure Finger bekommt, und redet mit den Menschen in eurer Umgebung. Alles kann ein Hinweis auf die Lösung eines Problems sein. Vergesst eure Zaubersprüche nicht. Hier gibt es die Komplettlösung, oder was? Ach, die Komplettlösung. Werden wir irgendwann im Spiel schon noch brauchen, aber ja, das ist die meiste. Das meiste kriegen wir noch als alleine hin.
Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, hier gibt sich einer als der Held aus. Schick ihn rein. Wenn du wirklich der Held bist, dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Ah, Geron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Hast du gut hergefunden? Ja, ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Bevor wir den Tee annehmen, den nehmen wir natürlich an, liebt gerne, wollte ich noch was erwähnen. Entweder, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie rum die Sache ist, aber also entweder gibt es großartige Pen and Paper Abenteuer von das Schwarze Auge, also von Satans Captain und Memoria, oder dieses Spiel ist und dieses Abenteuer, diese Spiele sind nach großartigen Pen and Paper Abenteuern aufgebaut. Zweiteres, also beweist dadurch, dass wir im letzten Abenteuer in Sandknappsketten am Ende ein 20er W20 Würfel als magisches Objekt haben. Das ist so ein kleiner Indiz dafür, dass es ja andersrum ist, dass es großartige Pen Paper Adventures gibt, nach denen dieses Spiel jetzt hier ernannt wurde, gemacht wurde. Jo, zu viel dazu, würde ich mal als Zeitfakt, so als spaßigen, als lustigen Funfact nebenbei mal anbringen. Es gibt Pen Papers dazu. Entweder waren die Pen Papers zuerst da oder die Spiele waren zuerst da. Ich glaube eher, die Pen Papers waren zuerst da. Aber naja, kann man sich streiten. In Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich. Ich will eher du verstehst. Kaffee, permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Geron, oder etwa nicht? Solange sie lösbar sind? Keine Sorge. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen, es drehen und wenden müssen und vielleicht auch kurz verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Ja, solche Rätsel hast du ja. Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren, als unsere Welt kurz vor ihrer gewaltigsten Schlacht stand. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Ah, Geron, du bist der Held von Andergast. Natürlich wirst du es lösen. Also, bist du bereit? Ich wollte noch sagen, der Affe auf seiner Schulter sieht sehr, sehr süß aus. Das ist ein fantastischer. Fantastischer Affe. Jetzt fangt schon an. Gut. Der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe, weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magiermoguls betritt. Jetzt sind wir durch die Blende. Ich freue mich. Blenden, juhu.
Deadlick Entertainment presents. Game by Kevin Mentz. Carsten Fichtelmann. Memoria. Kapitel 1. Haltet euch bereit. Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Fakina verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Ja, diese Zwischensequenzen und jetzt hier einige Dialoge. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven sprechen lang deutlich dafür, oh, das dass tut mir leid. Musste die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric, wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauern nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Also diese Szene gerade, das ist... Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein. Und wer ist mit Melon? Sprich, Freund, und tritt ein. Das ist gerade diese Szene. Das ist ein Zauberer, ein Krieger mit einem Schwert, der aber einen Zauberspruch casten kann, der Feuerball in seiner Hand hat, hier eine Prinzessin und so irgendwie so ein. Die vier Charaktere, das schreit nach. Also wer Pen and Paper kennt, wer sich da halbwegs mit auskennt, das schreit nach Pen and Paper. Nichts könnte mehr Pen and Paper die Zwischensequenzen, die wir gerade gesehen haben, in der gegen die Spinne kämpfen und so weiter auf der Brücke und so weiter, das sind typisch, untypische Pen and Paper Szenerien. Warum hat dich das Volk der Fakina verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Hauptsache, du führst uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld. Ja, definitiv ein Pen and Paper Charakter. Bleib unten. Der erzählt uns gleich seine ganze Lebensgeschichte. Wie habt ihr mich vorhin genannt? Shabib. Das ist Tulamidia für kleiner Junge. Ohne mich wärt ihr schon längst tot. Bitte, keine Streitereien. Sie hat angefangen. Oder auch nicht. Magier? Prinzessin? Warum habt ihr gerade uns als Gefährten gewählt? Wen meint ihr im Besonderen? Kann der Prügelknabe noch etwas anderes außer um sich schlagen und schreien? Tja, das ist mehr als ihr könnt, Püppchen. Alric hält uns die Ungetüme vom Hals. Er ist ein guter Mann. Wird Rachban uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja,
Sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch den Raschthulswald zum Heiligen Heer führen. Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Er kennt den Weg besser als jeder andere. Ihr wisst, der Verkina ist ein Verstoßener. Sogar sein eigenes Volk fürchtet ihn. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen ihn. Wie kommt ein Magier wie ihr dazu, so eine Gruppe zu führen? Ich wollte mich der Streitmacht in Punin anschließen, als mir ein Adelsmann aus Fasar von der Maske erzählte. Der Rest war eine Frage des Geldes und der Entschlossenheit. Welche Rolle spielte Harun? Er war euer persönlicher Leibwächter. Er sollte euch beschützen. Was er auch getan hat, bis zum Schluss. Es tut mir leid um ihn. Er kannte das Risiko. Wichtig ist, dass ihr am Leben seid. Hattet ihr gezielt nach einer Prinzessin gesucht? Nein, ich hatte nach einem thulamidischen Gelehrten gesandt. Aber ein solcher ist schwer zu finden in diesen blutigen Tagen. Die wenigsten wissen sich zu behaupten und werden schnell Opfer der marodierenden Banden, die derzeit um die Vorherrschaft in Fasar kämpfen. Die Straßen von Fasar waren schon immer ein schreiender Albtraum. Umso größer das Wunder, dass ihr dort so lange überlebt habt. Ihr seid die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Ich hätte meine Dukaten nicht auf euch gewettet. Genug davon. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein und stehlen die Maske von Malakka. Dann bringen wir sie über die Gipfel des Raschthulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die Schlacht ausläuft. Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter. Die Zukunft dieser Welt liegt in unseren Händen. Ja. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fasar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe, so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakka errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen bog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. Dein Schnippen. Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakka die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Wieso nennt es sich das Heilige Heer? Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der heiligen Macht der Götter, so glaubt man, kämen wir gegen die anstürmenden Dämonenhorden an. Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Raschthuls. Warum so ein schwieriger Umweg? Die meisten Pässe werden von den Legionen des Bösen bewacht. Zudem gibt es einen magischen Ort über den Gipfeln des Raschthulswalds, wo man hofft, eine letzte entscheidende Allianz zu schmieden. Dort werden wir uns dem Heer anschließen. Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Was ist das Problem? Das Schloss ist verborgen. Ich finde es nicht. Irgendein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Objektum Desperatec? Was auch immer. Ihr müsst es öffnen. Ihr braucht wirklich keine Hilfe? Nein. Das Schloss ist garantiert magisch verborgen. Und damit kann nur ich es finden. Melo. Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Okay, dann setze ich mich hier mal. Hier sind Einkerbungen. Machen wir Mittag. Könnt ihr sie lesen? Ja, nein, da steht Melon. Es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts.
Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Ich fühle ein Pochen. Und sie sind warm, wie ein krankes Herz. Lebende Säulen. Ist ja widerlich. Das fasse ich nicht an. Es sieht... Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Ah, ja. Ich spüre es ganz deutlich. Etwas in diesen Steinen lebt und atmet. Ist gruselig. Geh ich mal zu Halle. Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Da sind wir. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. Bei einem Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. Gut, hier haben wir noch einen Wächter. Kannst du mich hören? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen. Es ist sehr einsam hier unten. Aber einen Schritt näher und wir brechen dir auch noch den Hals. Gut. Ein Koloss haben wir hier. Na, wer wird dich hier unten sehen? Wer wird dich anbeten? Dir huldigen? Sehr bald werde ich 1000-fach größer sein, als du es jemals warst. Und anders als du werde ich nicht in einem finsteren Loch enden. Aha. Hochstelle Grabeingang. Und wenn wir die ganze Grabkammer zertrümmern müssen, ich werde triumphieren. Der einzige Weg hinein oder hinaus ist die Tür. Zum Kampfplatz. Warum? Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. Da war wohl Begleitung auf der Quest. Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kannte. Doch anders als sie warst du von vornherein gegen mich und fielst mir nicht erst später in den Rücken. Danke. Irgendwie. Ein weiteres Indiz dafür, dass das nach einem Pen and Paper geschrieben wurde. Ja. Der Begleiter, der stirbt immer als erstes. Bastard. Oh, wir haben einen Rubin. Ich könnte das was helfen. Unser Seil. Wenn wir die Wächter von der anderen Seite nur schon bemerkt hätten. Jetzt hör dich nur an. Wie jämmerlich du doch bist. Harun musste sterben. Wir müssen alle bereit sein zu sterben. Das ist der Tribut, den wir zollen müssen, um größer zu werden als unser armseliges Dasein.